Hallo liebe Freunde, Diego hier. Ich melde mich wieder zurück mit einem neuen Video und leider habe ich keine guten Nachrichten. Dieses Video ist sozusagen ein Nachtrag zu meinem letzten großen Video über das Thema EU mit dem Titel Die EU lässt die Maske fallen. Anlass dazu ist, dass Befürworter der linksprogressistischen Agenda, auch linksgrüne Agenda genannt, programmatische Verlautbarungen geäußert haben und diese versprechen selbstverständlich nichts Gutes. Ich beschränke mich an der Stelle auf drei Elemente, sozusagen auf die drei Zugpferde dieser linksprogressistischen Agenda. Und diese sind Finanzen, Massenmigration und der Kampf gegen den sogenannten menschengemachten Klimawandel. Also, bleibt dran! Unser Update beginnt auch diesmal in Italien. Wir sehen hier den Leitartikel von La Repubblica, also von dieser linksprogressistischen bzw. linksliberalen Tageszeitung. Regierung Abendessen im Chigi-Palast, das ist der Palast sozusagen, der Sitz des italienischen Ministerpräsidenten, für Macron und Conte. Und es wird über alles Mögliche geredet, Migration, Libyen und über eine Relaunch der Zusammenarbeit. Der französische Präsident setzt auf Conte, um verschiedene Dossiers in Europa voranzutreiben. Mit Dossier sind Pläne, Agendapunkte gemeint. Die werden so genannt, weil dahinter eine umfassende Dokumentation steckt. Paris und Rom haben eine Interessenskonvergenz bzw. konvergierende Interessen, damit neue Expansionspolitiken realisiert werden. Mit Expansionspolitik ist eine expansive Geldpolitik gemeint. Das bedeutet Aufblähung der Geldmenge. Also, Draghis Bazooka wird weiter bestehen und wird sogar ausgeweitet. Das heißt, die Geldmenge wird weiter aufgebläht und der Grund dafür ist klar, mehr Geld zur Rettung oder zur Aufrechterhaltung von Pleitestaaten, von Pleitenbanken und selbstverständlich neuerdings für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Italien. Das war und ist immer noch das Zugpferd der Fünf-Sterne-Bewegung, mehr oder weniger auch der Judaspreis für den Frontenwechsel. Und Macron und Conte können auf zwei EU-Kommissare in Schlüsselrollen setzen. Paolo Gentiloni, Politiker der PD, der Demokratischen Partei, also der Ex-Kommunisten, bei den bei dem Ressort Wirtschaft und Sylvie Goulard beim Binnenmarkt und Verteidigung. Wer diese Frau ist, sehen wir hier. Das ist eine französische linke Politikerin und neuerdings EU-Kommissarin unter der Kommission von Frau von der Leyen. Aber sie ist auch, sie war auch an der Gründung der Spinelli-Gruppe beteiligt. Das ist ein wichtiges Gremium innerhalb des, also der Europäischen Union. Wir sehen hier den Wikipedia-Artikel über die Spinelli-Gruppe, benannt nach diesem Mann, Altiero Spinelli, der Abgeordnete der Kommunistischen Partei Italiens war im Europäischen Parlament und gilt als Vordenker des Gedankens der europäischen Integration und des europäischen Föderalismus. Das stehen auch selbsternannte Liberale, in Anführungsstrichen, in der Spinelli-Gruppe, also Guy Verhofstadt zum Beispiel zählt auch dazu. Aber nochmal hier, Altiero Spinelli, ein Altkommunist, der aber sozusagen auf der Seite von Antonio Gramsci und dessen Flügel war und nicht von Palmiro Togliatti pro Sowjetunion und so weiter. Dieser Flügel ist maßgeblich verantwortlich für die Ideologie, die heute vorangetrieben wird, und zwar mit zunehmendem Tempo. Alles, was unter dem Begriff Neomarxismus oder Kulturmarxismus zu verstehen ist, bedeutet nicht nur Frankfurter Schule und Fabian Society, sondern den sogenannten Eurokommunismus. Und verantwortlich dafür waren eben Persönlichkeiten wie Altiero Spinelli. Und kehren wir zu diesem Leitartikel zurück. Das sehen wir hier. Selbstverständlich hat der französische Präsident nicht mehr die Unannehmlichkeit eines Matteo Salvini in der italienischen Regierung, aber er muss auf alle Fälle seinen Enthusiasmus ein wenig bremsen, weil es mehrere Leute gibt, die ihn, also Macron, als einen der neuen Sponsoren der neuen Regierung ansehen, zusammen mit Merkel.
Ja, gesagt, sowas nicht. Und wir sehen hier, wir wissen, dass in der italienischen Debatte ein Prozess stattfindet, der gegen die aktuelle Regierung gemacht wird, als ob diese indirekt die Exekutive von Paris, Berlin und Brüssel wäre. Und das sei eben dem Élysée, sprich eben der französischen Präsidentschaft, nicht entgangen. Ja, und selbstverständlich sei das Ganze hier eine sogenannte Verschwörungstheorie. Und wir sehen hier einen Artikel von Focus. Italiens Medien entsetzt über ein Merkel-Telefonat, doch das fand nie statt. Über dieses Telefonat berichtete ausgerechnet La Repubblica, also eine Zeitung, die eben die linksprogressistische Agenda forciert. Das heißt, es ist ein Befürworter der Agenda. Aber selbstverständlich, das Kanzleramt dementiert alles. Aber es gibt so wenig zu dementieren, weil solche Gespräche schon vor eben diesem vermeintlichen Telefonat stattfanden. Ich verlinke in der Videobeschreibung unter anderem dieses Video hier, das ich euch allen empfehlen kann. Das ist eben hier ein informelles Treffen zwischen Conte und Angela Merkel in Davos von 4.2.2019. Und das wird mehr oder weniger schon kolportiert. Das war mehr oder weniger sozusagen der Wendepunkt. Und ab da ist alles bergab gegangen für Salvini und bergauf für diejenigen, die eben sein Rausschmiss sozusagen aus der Regierungsbank ja, gearbeitet haben auf dieses Ziel hin. Also das ist mehr oder weniger die Situation in Italien. Wir sehen ganz genau, dass Macron höchstpersönlich eingreift und wird eben sofort eine expansive Geldpolitik bewirken und eine neue Zusammenarbeit mit Libyen. Angeblich, um Wirtschaftsmigranten von echten Flüchtlingen zu trennen. Aber wir wissen ganz genau, dass Frankreich den Global Compact for Migration unterzeichnet hat, zusammen mit Deutschland. Und auf deutscher Seite ist es noch dreister, das Ganze, weil Frau Merkel selbst federführend war bei der Ausgestaltung des Migrationspakts. Soweit, so gut. Es bleibt aber nicht bei Italien und bei diesen zwei Themen. Wir switchen eben auf das Thema Migration direkt und wir sehen hier einen Artikel von der Bild. Kanzler Kurz, er ist nicht mehr Kanzler, Kurz warnt im Bild-Talk vor einer neuen Flüchtlingswelle. Da braut sich was zusammen. Es geht um die Balkanroute und die Mittelmeerroute. Auch da verlinke ich diesen Artikel auf der in der Videobeschreibung. Aber jetzt Moment einmal. Sebastian Kurz ist auch derjenige, der vielleicht eine Neuauflage von Türkisblau, sprich ÖVP und FPÖ, anstrebt, aber die Bedingung stellt, dass die identitäre Bewegung verboten wird. Vielleicht wird es auch institutionell nicht mehr möglich sein in Österreich, aber wir sehen es deutlich, also ich glaube, das wisst ihr alle. Kurz hat das als Bedingung gestellt, aber es ist der gleiche Kurz, der eben vor einer neuen Flüchtlingswelle, ähnlich wie 2015, warnt. Über Österreich werde ich ein extra Video veröffentlichen. Ich will nur an der Stelle betonen, dass dieses Problem existiert. Problem für uns und Grund zur Freude für die linksprogressistische Elite, sprich eben für Macron, Merkel, Conte und selbstverständlich Soros und Co. Das war der Grund, warum Italien unbedingt wieder in die richtige Richtung, richtig in Anführungsstrichen, gelenkt werden musste. Das war oberste Priorität der Globalisten. Und die Balkanroute, ja, die wird jetzt mehr oder weniger aufgebrochen, aber mehr schlecht als recht. Diese Route hat mehrere Staatsgrenzen. Und klar, einige Staaten spielen mit, insbesondere die muslimisch geprägten Staaten, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Albanien. Aber eben nicht alle. Vielleicht auch Rumänien spielt mit. Rumänien ist zwar kein muslimisches Land, aber allein wegen der Streitigkeiten mit Ungarn könnte sich Rumänien von der EU kaufen lassen. Aber momentan ist nichts sicher. Umgekehrt,
Wo bröckelt die Balkanroute? Wo bröckelt mehr oder weniger diese Barriere? Ja, ausgerechnet dort, wo der angeblich so tolle Deal zwischen Frau Merkel und Herrn Erdogan zu platzen droht. Das heißt, Erdogan sagt, ich mach die Schleuse auf. Und das ist dann euer Problem, beginnend mit Griechenland, ob ihr damit fertig werdet oder nicht. Politiker sind nicht die einzigen, die eben diese Agenda forcieren. Wir sehen hier jede Menge Unterstützer auf der Straße, egal ob sie manipuliert sind oder überzeugt sind oder gern gewaschen sind oder wie auch immer. Wir haben diese. Es ist hier ein Video von einer Seebrücke-Demo in Berlin. Das Video ist noch von Juli 2019, aber wir wissen eben, in der Zeit war eben diese ganze Geschichte mit Frau Rakete und mit den NGOs, und das Ganze diente dazu, eben Matteo Salvini zu Fall zu bringen. Jetzt hören wir mal rein, was eben diese Leute hier fordern. In über 90 Städten von New York bis Biesenthal werden heute tausende Menschen auf die Straße gehen, um für die Rechte von Geflüchteten und die Freilassung aller SeenotretterInnen zu demonstrieren. Kannst du sagen, wer du bist und wo wir hier sind? Ja, ich bin Mareike Geiling, Sprecherin von der Seebrücke, und wir sind hier direkt vom Bundeskanzlerinnenamt und starten jetzt gleich mit der Demo. Genau, und was genau ist das für eine Demo? Wir sind Teil der Seebrücke, der Bewegung Seebrücke. Das heißt, in über 90 Städten gehen heute Menschen auf die Straße, um für die Rechte von Geflüchteten zu kämpfen und für die Entkriminalisierung von SeenotretterInnen. Also ich glaube, ihr habt alle gehört, was diese Leute fordern und wie ihr Verein heißt, Seebrücke. Und es wird sogar eine Luftbrücke angestrebt. Das bedeutet, dass demnächst, und das ist auf alle Fälle der Plan sozusagen, die Migration, die Massenmigration eine ganz andere Größenordnung erreichen wird, als das, was wir 2015 gesehen haben. Wir reden eben nicht mehr von Carola Rakete mit 43 Migranten oder von irgendeinem anderen NGO-Schiff mit 180 Migranten an Bord, sondern eben hier von einer systematischen Förderung der Migration, wirklich im logistischen Sinne des Wortes, mit einer Seebrücke und eventuell auch mit einer Luftbrücke. Und das soll dazu dienen, eben die Ziele der linksprogressistischen Elite in puncto Massenmigration zu erreichen. Ich erinnere an der Stelle daran, dass der Ex-EU-Kommissar Avramopoulos von 62 Millionen sprach, um eben überhaupt dem sogenannten demografischen Wandel entgegenzuwirken. Und die IOM, die Internationale Organisation für Migration, sie sprach von 244 Millionen bereits on the move, und zwar 2017. Und diese IOM ist mehr oder weniger die Hauptmitgestalterin des Migrationspakts. Aber es bleibt eben nicht bei dem Thema Migration, wir haben, und beim Thema Finanzen. Wir haben nun das dritte Zugpferd der linksprogressistischen Agenda zu beleuchten, und das ist, man höre und staune, der Kampf gegen den vermeintlichen menschengemachten Klimawandel. Und wir haben hier eben einen Artikel von Spiegel Online, und das ist ein Interview mit Roger Hallam, dem Chef mehr oder weniger dieser, oder der Mitgründer dieser vermeintlichen Graswurzelbewegung Extinction Rebellion, also diejenigen, die gegen die Extinktion, das Aussterben der Menschheit rebellieren. Und dieser Mann und seine Bewegung seien noch radikaler, so steht zumindest hier unten, radikaler als Fridays for Future, das soll was heißen. Und dieser Mann spricht Klartext, würde ich einfach sagen, also der nimmt kein Blatt von dem Mund. Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, also wenn die Gesellschaft sich nicht den Maßnahmen zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels, versteht sich, wird Demokratie irrelevant. Und dieser Mann fordert den kalkulierten Gesetzesbruch. Das bedeutet, dass sowohl Demonstranten irgendwelche Aktionen starten dürfen, seiner Ansicht nach, die alle eigentlich illegal sind, und auch Politiker darauf aufgefordert sind, eigene Gesetze zu brechen, also eben wie in puncto Migration, um solche
Maßnahmen zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels durchzusetzen. Und diese Maßnahmen sind Restriktionen, Restriktionen der individuellen Mobilität, Restriktionen der individuellen und kollektiven Freiheit und selbstverständlich Denkverbote. Es wird auch dafür plädiert, dass sogenannte Klimaleugner unter Strafe gesetzt werden. Das soll was heißen. Aber gut, wir wissen, dass die freie Meinungsäußerung schon weitgehend beschnitten wurde und es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese völlig für illegal erklärt wird. Ich würde sagen, wir können diesen Klimaschutzaktivisten Roger Hallam als Vorläufer, Vordenker sozusagen, selbst in einem kurzen Zeitabstand, eines anderen prominenten Vertreters dieser Agenda, und zwar die Rede ist von diesem Mann hier, Herbert Grönemeyer. Ich würde sagen, es ist angebracht, nochmal kurz reinzuhören, was dieser Mann gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, in Zeiten, ich konnte das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, da liegt es an uns, zu diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze. Diese Gesellschaft ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und Karriere. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben. Kein Millimeter nach rechts! Auf der Ebene der etablierten Politik, selbstverständlich nicht von Volk oder von mehreren Teilen des Volkes, fand Herbert Grönemeyer Zustimmung. Wir sehen hier zum Beispiel einen gewissen Heiko Maas, also einen der Hauptverantwortlichen der linksdystopischen Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet wurden. Wir sehen hier, wie er sich demonstrativ auf die Seite von Herbert Grönemeyer stellt. Allerdings vergisst er wissentlich und willentlich in seinem Statement ein kleines Wörtchen, das Grönemeyer lautstark gestehen hat. Diktieren. Also laut Grönemeyer liege es an uns, sprich an ihm und an seinen Gleichgesinnten, zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Ich würde einfach sagen, eine bessere und selbsterlarvende Erklärung gibt es nicht. Aber das Problem bzw. das Erschreckende war nicht Grönemeyer selbst oder Heiko Maas oder auch dieser Mann hier, sondern diese gesamte Menschenmenge hier. Ich erwähne an der Stelle nur eine Sache. Oliver Janich hatte in einem entsprechenden Video gesagt, diese Menschen seien bereit, uns, sprich alle Andersdenkenden, in ein Umerziehungslager oder Konzentrationslager zu stecken. Ich würde sagen, fast richtig. Ich behaupte, mit diesen Leuten an der Macht, also oder mit diesen Leuten hier und mit diesen hier, beziehungsweise mit den Grünen, zusammen mit den Schwarzen unter AKK, wird ganz Deutschland in ein Umerziehungslager umfunktioniert, in einem offenen Gefängnis. Ich glaube, es wäre die passende Definition. Aber da so ist es ein deutliches Zeichen, dass viele Leute, dass diese Befürworter, diese Vorantreiber, diese Propagandisten bedauerlicherweise auf sehr viel Zustimmung im Volk stoßen. Und man kann über diese Leute hier alles sagen, was man will, dass sie irgendwie indoktriniert, gehirngewaschen oder wie auch immer seien. Im Kern ändert sich sozusagen die Lage für uns nicht. Also es ist völlig egal, das Ergebnis ist das gleiche. Wir werden eben mit diesen Leuten, mit der noch Mehrheit im Volk zu tun haben, das eben so reagiert gegen alle Andersdenkenden und solchen Gurus bedingungslos und blind, mehr oder weniger bis in den Tod, folgen wird. Mit diesen drei Männern hier sind wir bei dem nächsten Thema gelangt. Sprich,
bei dem eben menschengemachten Klimawandel. Es ist nicht lange her, dass das öffentliche Fernsehen, in diesem Fall dieser Kommentator vom WDR, gefordert hatte, Fleisch, Flugzeuge, also das Fliegen, und fossile Brennstoffe, Benzin und Diesel, so teuer wie möglich zu machen, damit wir aussteigen. Weil diese drei Dinge eine Droge seien. Und es gibt keinen Arzt, der einem Autosüchtigen helfen könne, vom Auto mehr oder weniger Abstand zu nehmen. Und deswegen solle die Politik diese Rolle übernehmen. Diese Forderung, bitte macht alles so teuer wie möglich, richtete sich an die Politiker. Es ist ein Auszug aus den Tagesthemen vom 29.07.2019, also nicht so lange her. Ich spiele das nicht vor. Ich sage euch, schaut euch dieses Video an. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Ab Minute 21:39 sehen wir, könnt ihr eben die Forderung selbst hören. Und knapp ein paar Monate später haben wir hier das Klimapaket. Ich glaube, es ist eine Meldung vom 20. so vor drei Tagen und das ist ziemlich frisch. Es geht eben um eine Verteuerung von fossilen Brennstoffen auf der Basis der CO2-Emissionen, sprich eine CO2-Bepreisung. Und also ab 2021, deswegen immer aufpassen auf die Termine, die gesetzt werden, mit einem Preis für Verschmutzungsrechte von 10 Euro pro Tonne. Also, das ist der Start sozusagen. Bis 2025 soll der Preis schrittweise auf 35 Euro steigen. Wir haben hier zwei wichtige Termine. Also, 2021 Beginn der neuen schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition. Es wird so kommen, die SPD und die Linke werden mehr oder weniger noch mehr, also den bösen Bullen spielen, sofern sie im Parlament vorhanden sind. Und die werden weiterhin irgendwie anspornen, damit noch restriktivere Maßnahmen eingeführt werden. Aber schwarz-grün oder grün-schwarz wird mehr oder weniger die Agenda komplett umsetzen. Und das, dieser Teil hier gehört dazu. Und 2025 ist auch ein wichtiges Jahr. Das ist das Jahr, das ist der Termin sozusagen, den die Elite sich selbst gegeben hat für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa. In diesem Zeitfenster zwischen 2021 und 2025 wird sich auch die Front verhärten zu unseren östlichen Nachbarn. Das heißt, wenn dort die Sanktionen und irgendwelche Schikanen und stille Putschversuche scheitern, also wenn diese nicht greifen und gar nicht möglich sind, ja gut, dann läuft der Plan B, das Ziel sind eben die Vereinigten Staaten von Europa, der Plan B, den habe ich in meinem letzten Video erläutert, auf der Basis dessen, was Professor Winfried Pilcher gesagt hat, Gründung eines neuen deutsch-französischen Superstaates, der alles regelt, wer da mitspielen will, der bekommt Geld, ähnlich wie Italien jetzt, wer nicht mitspielt, bekommt einfach gar nichts und wird sogar bekriegt, ja, von der neuen Armee unter Frau AKK 47. Ja, und weiter geht's hier, dass die Grünen eben das Klimapaket korrigieren wollen. Also der Grünen heute ginge das Klimapaket nicht weit genug. Gut, der Habeck hat sich irgendwie auch einen Patzer erlaubt, sondern der Motto, der hat sich mehr oder weniger als inkompetent entlarvt, weil er behauptet, es macht nichts, wenn es bewirkt nichts, wenn wir den Sprit um 2 Euro oder sowas teuer oder 2 Cent teuer machen und dann haben wir 3 Cent mehr Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale bekommen auch diejenigen, die mit der Bahn ganz politisch korrekt fahren. Aber das versteht der Mann nicht. Hauptsache Hetze, Hetze, Hetze gegen jeden Fahrzeugbesitzer. Und es wird dieser Tenor nicht nur so bleiben, sondern es wird sich sowas wird sich verschärfen. Da sehen wir mehr oder weniger den gleichen Artikel hier, das weiß ich gar nicht. Habeck leistet sich Interviewpatzer in Bezug auf die Pendlerpauschale. Aber dass die Grünen solche Töne drauf haben und immer bissig werden, das wissen wir mittlerweile.
Erschreckend ist, beziehungsweise für mich ist es nicht erschreckend, für mich ist es die Bestätigung. Aber sollte jemand noch glauben, dass zum Beispiel die CSU eine konservative Partei sei, so mehr oder weniger auf dem Niveau von Edmund Stoiber, von Strauß ist gar nicht mehr die Rede, schon lange nicht, dann sollte dieser Mitbürger diesen Artikel lesen. Weber, Manfred Weber, der ehemalige Spitzenkandidat sozusagen der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament und CSU-Mann, das ist der CSU-Vize, wirbt für Schwarz-Grün. Hier, für Schwarz-Grün ab 2021 in Deutschland. Wie viele Bestätigungen wollen wir noch, dass das der Plan ist? Wie viele Bestätigungen wollen wir noch, dass alle, ich wiederhole, alle etablierten Parteien an einem Strang ziehen und diese linksprogressistische, im Volksmund linksgrüne Ideologie forcieren, vorantreiben und umsetzen werden? Und die Grünen sind selbstverständlich zu noch mehr Dingen bereit. Ich zeige euch jetzt einen unschönen Artikel von Spiegel. Da ging es um den Aachener Vertrag, sprich um den Grundstein hin zu einer Staatsfusion Deutschland-Frankreich. In diesem Artikel äußert sich erstmal den ehemaligen tschechischen Präsident Václav Klaus, der von einem Geheimvertrag redet. Das ist einfach so, das war nicht der Aachener Vertrag, ist keine bloße Wiederholung der deutsch-französischen Freundschaft und daran geknüpft wurde ein deutsch-französischer Parlamentsvertrag. Das heißt, es entsteht ein neues Parlament, ein neues übernationales Gremium an der EU vorbei. Also ich dachte, wir hätten nur nationale Institutionen und übernationale Institutionen, sprich die EU-Institutionen. Für was brauchen Deutschland und Frankreich ein extriges Parlament, deutsch-französisches Parlament, zusätzlich zum Aachener Vertrag? Gut, und der Václav Klaus redet Klartext. Nach Ansicht des Ex-Präsidenten ist zu befürchten, dass ein paralleles Integrationsprojekt zur EU entsteht. Ein neuer Superstaat, in dem auf Bremser keine Rücksicht mehr genommen werden müsse. Ich würde einfach sagen, hier ist es definitiv ein Euphemismus seitens von Václav Klaus, aber er trifft den Nerv. Das ist einfach so. Es entsteht eben ein neuer Superstaat. Und zum Thema EU-Armee, beziehungsweise neue, eventuell deutsch-französische Streitkräfte, gibt es auch ein schönes Statement von Václav Klaus. Wer gilt als innerer Feind? Alle diejenigen, die Macrons und Merkels Definition europäischer Werte nicht teilen, heißt es in seinem Schreiben von eben Václav Klaus. Im Kern hat dieser Mann, der sozusagen nicht mehr der Jüngste ist, aber der weiß, was das bedeutet, unter einer Diktatur zu leben, im Kern hat er den Nerv getroffen, sein Sohn übrigens auch und viele tschechische Politiker auch, bis auf die Piraten, das sind Soros-Marionetten und ODS, die sind mehr oder weniger auch Soros-Marionetten geworden, die hatten eben den Sohn von Václav Klaus rausgeworfen und eben dieser zusammen mit anderen, die rausgekommen sind freiwillig, haben jetzt eine neue patriotische Partei gegründet, parallel zur SPD von Tomio Okamura. Aber hier sehen wir deutlich, also wir haben das verstanden, es geht hier eben um einen neuen Superstaat, um eine europäische bzw. deutsch-französische Armee, die diejenigen bekämpft, die eben Macrons und Merkels Definition europäische Werte nicht teilen. Und diese Länder sind zufälligerweise diejenigen, die nie, und ich wiederhole, nie eine Kolonie in Afrika oder im Nahen Osten hatten. Die größten Kolonisatoren waren eben die selbsternannten Champions der Demokratie. Großbritannien, Frankreich, Belgien. Und das ist kein Zufall, dass die am meisten gesprochene europäische Sprache auf dem afrikanischen Kontinent Französisch ist. Und niemals Tschechisch, Ungarisch oder Polnisch oder Slowakisch oder Bulgarisch oder was auch immer. Aber in dem gleichen Artikel äußert sich auch jemand anders zu Wort. Und zwar ein gewisser Anton Ofreiter hier von den Grünen. Ofreiter, Zusammenarbeit auf Sparflamme. Kritik kam auch von den Grünen, Kritik am Aachener Vertrag. Das, was in Aachen beschlossen wurde, ist eine Zusammenarbeit auf Sparflamme. Okay.
Und sowohl Präsident Emmanuel Macron als auch der deutsche Bundestag und das französische Parlament wären zu einer weit engeren Zusammenarbeit und ambitionierteren Zielen, beispielsweise beim Klimaschutz, bereit gewesen, sagte Hofreiter. Also, das, was für ein Václav Klaus und auch für meine Wenigkeit nichts anderes ist als der Grundstein für einen neuen Superstaat, linksgrünen Superstaat ist, sei für Anton Hofreiter eine Arbeit, eine Zusammenarbeit, auch Sparflamme. Es gebe genug Luft nach oben in diesem Projekt. Das soll was heißen. Zu guter Letzt eine programmatische Verlautbarung über eine mögliche Verschärfung der Zensur. Wir lesen hier in diesem Artikel von der Welt: Bundesrat will europäische Symbole besser schützen vor vermeintlicher Verunglimpfung. Der Bundesrat will jeden bestrafen, der es wagt, zum Beispiel eine Karikatur der europäischen Flagge zu gestalten oder zum Beispiel die EU der SSR zu nennen oder zum Beispiel die europäische Hymne mit einem lustigen Text zu versehen. Das sind die ersten Mittel des Widerstandes, des Protestes bzw. des Protestes gegen eine Obrigkeit, eine jede Obrigkeit. Und das soll jetzt verboten werden in einem Gesetzentwurf des Bundesrates. Und die Rede ist von Strafen bis zu 3 Jahren Haft oder einer Geldstrafe. Also sehr interessant. Und das soll erstmal in Deutschland passieren. Selbstverständlich beteuern die Vertreter hier, das sind die Landesministerpräsidenten im Bundesrat, dass das Ganze überhaupt keine Auswirkung auf die freie Meinungsäußerung hätte. Und das beteuern sie auch in einem offiziellen Papier. Und dieses Papier habe ich hier. Ich erspare euch an der Stelle die Vorlesung des Papiers, aber hier sehen wir einen wichtigen Passus. Das Recht zur Meinungsäußerung muss zurücktreten, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen eines anderen entgegenstehen. Ich glaube, ich muss es nochmal vorlesen. Das Recht zur Meinungsäußerung muss zurücktreten, wenn überwiegende schutzwürdige Interessen eines anderen entgegenstehen. Und jetzt, wenn jemand irgendwie eine inhaltliche Übereinstimmung zwischen dieser Verlautbarung, dieser Ankündigung, dieser Kampfansage und diesem Gesetzesentwurf sehen will, der liegt völlig richtig. Wir haben hier eben Forderungen nach weiteren Restriktionen, nach noch mehr Zensur, damit überhaupt nicht mal diskutiert wird über die Umsetzung dieser Agendapunkte. Und fordern mal Aktivisten dies, dann wird es in Antum Dreh in einen Gesetzesentwurf so konkretisiert, und es dauert nicht lange, bis alles eben in ein Gesetz konkretisiert wird. Ist mal ein Gesetz verabschiedet worden, da müssen wir uns alle dran halten. Ansonsten begeht derjenige, der sich dagegen stemmt, eine Straftat. Also machen wir uns klar, dass wir alle Bürger, die mit dieser Agenda ganz oder teilweise nicht einverstanden sind, bei der Durchsetzung der eigenen Rechte und selbst bei der Äußerung von Kritik gegen diese Agenda in die Illegalität verdrängt werden. Und ich kann euch garantieren, es wird nicht bei der Zensur bleiben. Es wird auf alles aufgeweitet, auf alle Punkte der Agenda, die ab 2021 gnadenlos systematisch umgesetzt werden. Es bewahrheiten sich Grausamkeiten, die ich in meinem letzten Video erklärt hatte und in diesen 2 Büchern hier näher erläutert hatte. Also in diesem Roman hier von jenen, die um Freiheit kämpfen, das ist die Sonderedition von Global Dawn 1, die Abtrünnigen, und in diesem Sachbuch hier, was war und was kommen wird. Keine guten Aussichten. Ich kann mich nur wiederholen, wenn uns nicht gelingt, bis 2021 die Notbremse zu ziehen,
dann haben wir ein Problem. Die Agenda wird hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die diese Agenda befürworten bzw. forcieren, schrittweise, aber gnadenlos und systematisch umgesetzt. Ich glaube, die Punkte habe ich erläutert, aber in Kurzfassung, dein Fahrzeug ist illegal, dein Fleisch ist illegal, deine Ernährungsgewohnheiten sind illegal, deine Freiheit ist illegal, deine freie Meinungsäußerung ist jetzt teilweise schon illegal, wird dann komplett für illegal erklärt. Und das ist die Realität. Also ich glaube, die Verlautbarungen, die ich jetzt gezeigt habe, deuten eben auf dieses Ziel hin. Mit einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Koalition, wie auch immer, wird das Ganze hier umgesetzt. Punkt, fertig, aus. Ich nehme die Gelegenheit wahr, um auf eine Frage einzugehen, die mir von mehreren Kommentatoren unter meinen letzten Videos gestellt worden war. Diego, was meinst du mit Notbremse? Und ich sage an der Stelle etwas Ungewöhnliches für meine Videos. Normalerweise rede ich nie oder zumindest nie so direkt über Parteipolitik im engen Sinne des Wortes. Aber es ist angebracht, das ist eine außergewöhnliche Situation, in der wir stecken. Kurz gefasst, die Notbremse auf dem institutionellen Weg heißt AfD 51%. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie AfD-Fan oder Mitglied wäre, das bin ich nicht. Aber es liegt auf der Hand, dass wir auf der einen Seite Blockparteien haben. NED, Neue Einheitspartei Deutschlands, wie eine Facebook-Freund von mir zu schreiben pflegt. Und auf der anderen Seite die einzige politische Kraft, die nicht auf Linie mit dieser linksprogressistischen Ideologie ist. Ich wiederhole mich abermals, ich rede von Notbremse und nicht von Lösung. Und das hat mehrere Gründe. Die Alternative für Deutschland ist ein Sammelbecken für Unzufriedene, die von den etablierten Parteien mehr oder weniger geflüchtet sind. Und das ist der Grund, warum in dieser Partei es mehrere Strömungen gibt, die eigentlich gegeneinander treten sollten. Wir haben einen stark patriotischen, ultrapatriotischen Flügel von diesem ganz bösen Björn Höcke. Dann haben wir den gemäßigten konservativen Flügel von Alexander Gauland. Und dann haben wir den stark vertretenen Wirtschaftsflügel von Alice Weidel, Jörg Meuthen und Peter Böhringer. Und dann auch zum Beispiel eine sozialdemokratische Ader mit Guido Reil. Es liegt auf der Hand, warum diese Leute dort sind und nicht bei den etablierten Parteien. Ja, weil wir auf der anderen Seite eben Christdemokraten haben, die keine sind, Liberaldemokraten haben, die keine sind, Sozialdemokraten haben, die keine sind und Rechtskonservative haben, die keine sind. Alle diese etablierten Parteien sind Befürworter der linksprogressistischen Agenda. Fertig. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum diese Sache nur eine Notbremse wäre. Denn, bitte nicht vergessen, es wäre nur eine Staatsgewalt, sprich die Legislative, die wir von der linksprogressistischen Politikmaschinerie abtrennen würden. Alle anderen Staatsgewalten, zum Beispiel die Judikative, die Justiz und auch die inoffizielle Staatsgewalt, sprich die vierte Gewalt, die Medien, sind fest in der Hand der Linksprogressisten. Und machen wir jetzt ein Gedankenspiel, wirklich rein hypothetisch. 2021 bekommt die Alternative für Deutschland eine stabile, absolute Mehrheit. Sag mal so 60-65% und lassen wir mal die Herzen der ganz hartgesottenen höher schlagen, Höcke Kanzler. Gut, das bedeutet, dass eben zumindest eine Staatsgewalt jetzt außer Takt ist, aber alle anderen werden versuchen, diese zu torpedieren. Konkret heißt es, dass alle anderen Fraktionen im Bundestag eine Klage nach der anderen beim Bundesverfassungsgericht einreichen werden und dass die Bundesrichter im Gegensatz zu jetzt gar nicht mehr so träge sein werden, sondern eher munter. Die werden versuchen, soweit es geht, sämtliche Gesetze für verfassungswidrig zu erklären oder mit deutlichen Korrektiven zu versehen.
Bashing von den Medien wird zunehmen, Gegenpropaganda und so weiter und so fort. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Also wir haben hier zwei Gründe, einen parteiinternen Grund und einen parteiexternen Grund, warum das Ganze nur eben eine Notbremse wäre. Viele Mitbürger sagen, gut, aber was soll's, das bringt sowieso nichts und es sei doch besser, den institutionellen Weg komplett wegzulassen und nicht zur Wahl zu gehen. Das, meine Freunde, es tut mir leid, das sagen zu müssen, da werden jetzt viele vom Stuhl springen, das ist eine Illusion. Denn es gibt in Deutschland sowohl auf der Landesebene als auch auf Bundesebene kein Quorum, sprich keine Untergrenze, unter welcher die Wahl für ungültig erklärt werden kann. Das bedeutet rein hypothetisch, wenn morgen Bundestagswahl ist und nur ein einziger Wahlberechtigter zur Wahl geht, wirklich ein einziger, und dieser kritzelt sein Kreuz bei irgendeiner Partei, dann hat diese Partei die absolute Mehrheit und die Wahl ist gültig. Es ist eine Farce, eine absolute Farce, aber so sind die Regeln. Also mit anderen Worten, einer nicht konformen Partei, völlig egal wie sie heißt, reichen 51%, um eine institutionelle Wirkung zu bekommen. Die Nichtwählerpartei braucht 100%, damit eben ihre Aktion eine institutionelle Wirkung hat. Und jetzt Hand aufs Herz, 100% für die Nichtwählerpartei ist wesentlich unrealistischer als 51% für eine nicht konforme Partei. Punkt, fertig, aus. Und auch sämtliche Petitionen oder Anträge auf irgendwelche Papiere, die angeblich Souveränität bringen würden, die gibt es nicht. Diese Institutionen, wir können sie nennen, wie wir wollen, werden nie, ich wiederhole, niemals auf die eigene Macht verzichten und uns sozusagen den Petenten, den Betenden oder den Antragstellern irgendwie Souveränität, Selbstbestimmung oder sowas gewähren. Das können wir grob vergessen. Und nochmal, es ist nur eine Notbremse. Und es gibt noch zum Beispiel ein Paradebeispiel, existierendes Beispiel dafür, dass es doch möglich ist, etwas zu bewegen, nicht alles. Ein kleines Land namens Ungarn war bis 2009 von den Sozialisten regiert, von einem gewissen Gyulas Kanin oder wie auch immer das heißt. Wenn es so weitergegangen wäre, wäre Ungarn heute in der gleichen Situation wie Deutschland. Die Ungarn, also die Magyaren, sind sowohl auf die Straße gegangen, als auch auf die Urne gegangen und die haben diesen Mann und die Sozialisten abgewählt. Seit 2009, regiert ein gewisser Viktor Orban. Und ich stehe auch nicht hinter allem, was Viktor Orban sagt und predigt und tut und so weiter. Aber es liegt auf der Hand. Wir haben offene Grenzen und an der ungarisch-serbischen Grenze steht ein Doppelzaun. Ohne diese zwei Aktionen, ohne den Protest auf der Straße und ohne die Abwahl der damals etablierten Partei in Ungarn, die mehr oder weniger den gleichen Spirit sozusagen hatten wie die heutigen in Deutschland, wäre diese Veränderung nicht möglich gewesen. Also nochmal, Notbremse. Und hierzulande ist diese Notbremse überfällig. Selbstverständlich gibt es eine Alternative zum institutionellen Weg. Diese Alternative nennt sich Widerstand und darunter ist nicht der eine oder andere Protest bzw. die eine oder andere Demo zu verstehen, sondern wirklich der Aufstand. Und es versteht sich von selbst, dass wenn jemand nicht mal den Mut hat, ausnahmsweise ein Kreuz an anderer Stelle ihn zu kritzeln als bei den Etablierten, der wird niemals auf die Straße gehen, um sein Recht zu fordern. Und natürlich, um die Obrigkeit irgendwie zu verjagen. Das können wir vergessen. Ich glaube, der nicht vorhandene Mut für die eine Aktion schließt automatisch die andere Aktion aus. Deswegen nochmal meine Bitte, liebe Freunde, sprecht bitte mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, soweit ihr könnt. Das tue ich auch.
um Ihnen die Themen klar zu erläutern. Pass auf, wenn wir die Notbremse nicht ziehen, da passiert das und nichts anderes. Du kannst dann nicht mehr sagen, ja, das spiele ich nicht mit, du musst mitspielen. Weil auch die Ordnungshüter mitspielen werden, sprich die Vollstreckungsgewalt. Und Widerstand gegen die Vollstreckungsgewalt ist eben eine Straftat. Mit anderen Worten, unsere Obrigkeit, völlig egal, ob sie eine Marionette ist oder wie auch immer, sie ist diejenige, die die Gesetze verabschiedet, die dann für das Fußvolk gelten. Sie stellt uns vor eine Wahl. Bequemlichkeit des Systems, aber dafür eben Verzicht auf die Freiheit oder Freiheit, aber Verzicht auf die Bequemlichkeit. Wenn du mitspielst, kriegst du alles, aber du musst mitspielen. Und du musst auch, Entschuldigung, den Mund halten, wenn dir was passiert. Die Verfechter dieser linksprogressistischen Ideologie wollen stille Opfer, sonst veranstalten sie ein Konzert für die Täter. Ich glaube, die Allusion ist ja ziemlich deutlich. Ist so. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt enttäuscht sein, aber bitte, bevor ihr die Diskussion weitermacht, die seit geraumer Zeit läuft und nicht nur unter meinen Videos, bitte denkt mal darüber nach. Über die Möglichkeiten, die wir haben, und über die Möglichkeiten, die vielleicht sich gut anhören, aber die völlig unrealistisch sind. Weil ein Luxus, dieses Ziel zu verfehlen, haben wir nicht. Die anderen setzen am längeren Hebel, beziehungsweise auf mehreren längeren Hebel, wie wir gesehen haben. In diesem Sinne, liebe Freunde, es tut mir leid, euch keine besseren Nachrichten liefern zu können, aber das ist eben die Realität, wie sie ist und nicht, wie sie gerne hätte. Bitte abonniert meinen Kanal und unterstützt meine Arbeit, nicht durch Spenden, sondern durch den Erwerb meiner Bücher. Alle Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.